Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich weiß nicht, ihr kennt mich ja und die von euch, die mich kennen, wissen, dass ich so ein Mensch bin. Ich spare immer sehr gerne und habe so ein Notfallerspartes und da gehe ich auf keinen Fall ran. Und dann habe ich so ein Erspartes, ja, diesen Ersparnishaufen lasse ich wachsen und irgendwann werfe ich ihn über Fenster. Das ist so für Vergnügen oder Dummheiten und so ein Kram. Und dieser Haufen ist jetzt wieder ein bisschen gewachsen und ich dachte mir letztens, das war mitten in der Nacht, ich war am Rumsurfen und dann war ich ein bisschen auf Zalando. Und ihr wisst, ich bin sehr großer Fan von Karl Lagerfeld und habe mir jetzt einige Sachen bestellt, die ich mit euch gemeinsam anprobieren möchte. So Kleidung, Accessoires und sowas. Ich habe auch schon zwei, drei Taschen von ihm und eine Mütze. Und ja, ich habe vor mir die Zalando-Rechnung, war auf Rechnung, ne? Keine Panik, ich bin kein YouTube-Millionär. Also wenn ich alles behalten würde, könnte ich mir gar nicht leisten. Aber ich bestelle dann auch gerne einfach was, wenn ich eh schon bestelle, um es anzuprobieren oder so live zu sehen. Und wenn ich auf diese Rechnung vor mir gucke, wird mir schon ein bisschen schlecht, weil ich denke so, bist du Beyoncé, dass du dir irgendwie zum Beispiel einen Pullover für 120 Euro bestellst? Digga, was ist los mit dir? Aber wir werden diese Haul jetzt gemeinsam machen. Ich werde die Sachen mit euch anprobieren. Ich werde ein bisschen abchecken. Vielleicht behalte ich was, vielleicht nicht. Ich werde euch alle Sachen aus dieser Try-On-Haul in der Infobox verlinken. Und irgendwie bete ich, dass alles Kacke ist. Irgendwie bete ich aber auch, dass es krass ist. Wir müssen mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Fangen wir einfach mal an. Als erstes habe ich dieses Paar Schuhe für 225 Euro. Digga, wer bist du? Was für 125 Euro Schuhe, ey? Mann, nein, egal, ich wollte sie einfach mal angucken. Das ist dieses Paar Sneakers. Ich fand das sehr, sehr schön mit dieser Signature-Reihe. Also ich mag das allgemein mit seiner Unterschrift. Und dann hat er hier hinten so ein kleines Emblem mit seinem Gesicht. Und dann hat er hier nochmal so Karl Lagerfeld steht da. Und ich habe ein anderes Paar von ihm. Das haben Schatzi und ich uns im Partnerlook gekauft. Das ist das hier. Und ich kenne die Sachen von Karl Lagerfeld nur so, dass er mega, mega, mega Wert auf Qualität legt. Die Taschen, die ich habe, jedes Detail, der Reißverschluss, die Qualität passt. Ja, okay, die Mütze ist halt eine Mütze, aber auch qualitativ so. Und das Paar Schuhe hier hat über 100 Euro gekostet. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, von 150 auf 120 reduziert. Irgendwie so. Und das ist sein Geldpreis nicht wert. So, ne? Das ist irgendwie nicht so gemütlich. Digga, ich habe mir mal Nike-Schuhe gekauft, als ich das erste Mal in meinem Leben mir Nike-Sneakers kaufen konnte. Tschüss. Ich bin den Postboten hinterhergefahren, um das Paket in Empfang zu nehmen. Er dachte, ich bin richtig dumm. Ich hatte so einen Live-Tracker. DPD hat das damals geliefert. Ich wollte in den Schuhen schlafen. Das war eine Offenbarung, das erste Mal Nike-Schuhe und die waren auch über 100 Euro. Und die hier, Digga, also das ist, die würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn man jetzt, wenn es vom absoluten Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Nein, weil so gemütlich sind sie nicht für den Preis. Qualität ist schon okay, aber Schatzi-Schuhe zum Beispiel, und Schatzi ist jemand, der geht mega pflegsam mit seinen Sachen um. Er ist nicht so dumm wie ich, sondern er pflegt seine Sachen, das haben wir ordentlich. Die lösen sich sogar nach einem halben Jahr schon. Also das kann ich hier leider nicht empfehlen. Aber hab's jetzt mal, ich fand das halt cool, so chillig. Hat auch nicht jeder. Und hab mir jetzt dieses Paar hier geholt. Ich probiere das mal an. Also für 225 Euro. Tschüss. Ich glaube, das teuerste Paar, was ich habe, ist. Ich glaube, das sind sogar diese Karl Lagerfeld-Schuhe, weil ich habe halt, ich kann nicht so gut mit Schuhen um. Ich trage meistens dieselben Schuhe. Ich bin hammerschlecht darin, Schuhe irgendwie zu kombinieren. Die damit, ich weiß nicht, also Schuhe für 225 Euro. Ich dachte halt, bestellst du sie mal mit. Aber ich glaube, die müssten so krass sein, dass ich irgendwie mich fühle, wie so ein, als würde ich auf Wolken laufen oder so. Guck mal, und dann habe ich auch noch Schuhgröße 42. Das heißt, die müssen richtig gut sitzen. Und nicht riesig aussehen und sowas, damit ich sie dann behalte. Also ganz schwieriges Ding, aber. Ja, war jetzt natürlich dumm. Ich habe noch nie eine Schuhhaul gemacht oder Try-On-Haul. Ist halt das einzige Paar auch. Keine Ahnung, wie soll ich euch das zeigen? Was geht? Ich bin Özlem, ich mache Fashion-Videos und Beauty-Kram. Aber, Tiggis. Oh Gott. Man sieht jetzt auch nicht so viel, ne? Okay, war irgendwie ein bisschen dumm geplant von mir. Gelenkig wie Scheiße. Ich war mal gelenkiger. Naja, aber ich mache ja keinen Sport. Aber nee. Laufen wir mal ein Stück. Nee, erstens, ihr habt jetzt nicht viel gesehen. Bei den anderen Sachen zeige ich euch mehr. Das sind doch Sachen, die man normal anziehen kann. Erstens sieht diese breite weiße Sohle nicht so gut aus. Und dann sind hier zwei, wie heißt das? Oh, Digga, warte, lass mich mal sitzen. Zwei Bearbeitungsfehler, Verarbeitungsfehler. Was heißt Verarbeitungsfehler? Aber das stört mich. Wenn ein Schuh so teuer ist, dann hat er perfekt anzukommen. Wie so ein. Guck mal, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier dieses komische Graue.
Das sieht so ein bisschen aus wie verbranntes Plastik. Irgendwo hängt ein Faden raus. Hier. Auf jeden. Hier. Warte. Da. Nee. Digga, für 220 Euro erwarte ich, dass diese Schuhe auf so einem goldenen Tablett zu mir geflogen kommen. Ja, die 225 Euro Schuhe werden es nicht. Ist, glaube ich, besser so. Ja. Dann, Digis, ein T-Shirt. Ich glaube, das war sogar aus der Herrenabteilung. Ich war mir sehr sicher, dass von Karl Lagerfeld ein T-Shirt mir nicht passen wird, weil er ja Wert auf sehr... Er hat ja ein sehr eigenes Figurbild und so. Manche Helden rum, ey, wie kannst du Karl Lagerfeld feiern? Er macht keine Mode für Übergewichtige, du unterstützt ihn und so, Diggis. Bitte, lasst mich feiern, wen ich feier, feiert, wen ihr feiert. Also, so, das ist ja seine Entscheidung als Designer. Weißt du, wie ich meine? Also, ich habe mich lange mit Karl Lagerfeld beschäftigt, mit seiner Erziehung, mit seiner Kindheit, mit seiner Jugend, mit seinen Ansichten. Bitte, ich mag, wen ich mag, ihr mich... Wir mögen, wen wir mögen und gut ist. Und ich mag vielleicht auch mal Deutsch lernen. Also, das T-Shirt, Digis, kostet 80 Euro. Tschüss. Aber ich fand das halt cool mit dieser... Mit dieser Logo... Deutsch, wo ist mein Deutsch? Mit diesem Logo, mit Karl Lagerfeld drauf und seinem Gesicht. So, das ist auch so... Das ist nicht nur reingedruckt oder so, sondern das ist so ein bisschen wie mit Gummi raufgemalt. Was mir jetzt aber schon auffällt, ist, dass das T-Shirt sehr... Es sieht sehr dünn aus vom Stoff. Also wenn ich hier so durchgucke, guck, dann sehe ich zum Beispiel sein Motiv vorne. Ich probiere es einfach mal an. Habe ich die Achseln rasiert? Nee. Sorry, Bro. Und ich habe es halt aus der Herrenabteilung bestellt, weil ich dachte mir, nee, Frauen XL wird knapp. Ich habe 42, 44. Das merkst du natürlich auch am Ausschnitt dann, dass es ein Herren-T-Shirt ist. Puh, 80 Euro, ich weiß nicht, was das teuerste T-Shirt war, ich habe 40 oder so. Ja, ist nur eine kleine Rolle, deswegen mache ich sie hier im Sitzen auf entspannt. Lass mich mal beim großen Spiegel gucken. So, Diggis, ich habe jetzt 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie so mein T-Shirt angeguckt. Von allen Seiten, habe Schatzi Fotos geschickt, der ist gerade nicht da, habe meiner besten Freundin Fotos geschickt und... Ich habe mich dazu entschieden. Ich werde dieses T-Shirt behalten. Oh, das tut weh im Herzen. Die 80 Euro. Tschüss. Oh, das tut echt weh so, ne? Und eigentlich, ganz ehrlich, sind das nur 80 Euro wegen der Schrift drauf. Aber das ist halt das Besondere, was ich dran mag. Und ja, ich habe zwar eine Schwäche für so Designerkram und sowas, aber... Nee, 80 Euro ist wahnsinnig teuer. Aber ich bin halt so ein mega Karl Lagerfeld-Fan. Und es gibt einfach Sachen, die ich so... mega feier von ihm und klar gibt es manche Designer-Sachen allgemein, die ich krass feier und da muss ich auch viel sparen. Mein Sparfuchsherz blutet, mein Herz mit Wunschsachen für meinen Kopf freut sich, aber ich werde dieses T-Shirt behalten. Ich schwöre, wenn ich mal ein Foto auf Instagram poste, gib mal einen Daumen nach oben, mein Herz blutet. Willkommen in der Familie. Dann haben wir hier ein Sweatshirt für 120 Euro, auch aus der Herrenabteilung. Also alle Oberteile sind aus der Herrenabteilung. Das T-Shirt war auch Herrenabteilung, auch Größe XL. Und das ist so Navyblau. Ich war mir nicht so sicher, weil dunkelblau kann mir stehen. Aber ich fand dieses, weiß ich nicht, dieses Goldene sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht, ist schon fresh. Also das fühlt sich sehr, sehr hochwertig an vom Stoff und von der Qualität. Es ist mega gemütlich. Digga, für 120 Euro normal hast du gemütlich zu sein. Aber das Dunkelblau ist auch ein sehr schönes Dunkelblau. Es ist ein reines Dunkelblau mit dem Gold. Das passt gut zusammen. Aber Digis, es ist... Nee, das ist... Guck mal, das ist mir zu groß. Aber es ist so groß, dass es nicht oversize cool ist, sondern dass es einfach... Nee. Zu groß ist. Ich glaube, XL ist dann schon zu groß, weil das hängt, ja, seht ihr nicht so, ne? Das hängt hier voll runter und steht ab. Außer Puste, weißt du, ich bin Treppen gelaufen. Jedes Mal, was ist denn los mit mir? Nee, ich finde das sehr schön mit dem Dunkelblau und mit dem Gold, aber krasser Stoff, aber nee, es ist, nee, das ist zu groß. Dann habe ich hier noch ein Sweatshirt, auch XL als Größe, auch Herrenabteilung in Schwarz. Normalerweise habe ich Größe L bei Jungssachen, aber ich dachte XL, weil... Die Sachen von Karl Lagerfeld sollen eigentlich ziemlich klein ausfallen. Auch hier sehr angenehmer Stoff. Also du merkst, dass der Stoff wirklich Qualität hat, so normal. Ist eigentlich dasselbe, nur mit Silber, so schwarz-silber. Ist schon fresh. Guck mal so auf Gangster. Oh, das fühlt sich richtig gut an, Diggis. Das ist richtig so, wow. Krass gemacht, Karl. Ich check mal ab vom Spiegel. Oh Mann, Diggis. 120 Euro, ey. Mann, ey. Ich meine, ich habe es bestellt, um zu gucken, ne? Aber das ist halt echt viel von meinem Ersparten so. Guck mal, ich glaube nicht, dass hier irgendein minimaler Fehler ist, so, ne? Aber doch, das werde ich auch behalten. Das ist auch ein bisschen zu groß.
Aber so, es ist an der Grenze zu Oversize, cool und zu geht klar. Bisschen auf kaschierend, Winter kommt. Ich habe nie Winterkleidung so richtig. Ich vergesse immer, mir Winterkleidung zu kaufen und trage dann meistens so irgendwelche Pullis und Cardigans und... Oh Gott. Ja. Ja, ich werde das Oberteil behalten. Ja. Das tut so weh. Ich sehe mich so, weißt du, bei meinem Sparschwein Geld reinwerfen. Kleingeld und so. Meistens spare ich Kleingeld, weißt du? Und wie ich es jedes Mal reinwerfe und mich freue, wenn es sich füllt. Und dann sehe ich, wie ich einen so einen Pullover kaufe für 120 Euro. Buff, halbes Sparschwein. Sparschwein tot. Oh, bitte, bitte verkack nicht irgendwie beim Waschen. Wenn ich den mit der Hand waschen muss, mache ich auch noch so, weißt du? Ja, ich werde den Pullover behalten. Und ich schwör dich, mein Sparschweinherz blutet wirklich. Oh, ist mein T-Shirt. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich an den Schmerz denke, dass mein Sparschwein so schnell so leer wird. Für 120 Euro, weißt du, was du alles kaufen kannst? 120 Cheeseburger, weißt du, wie ich mein? Ja, ich habe halt so Sachen auf meiner Liste so von Designern und die kaufe ich nach und nach. Aber ich überlege da wirklich lange, weil, Digga, ich bin nicht Beyoncé, ich bin kein YouTube-Millionär. Ich glaube, selbst wenn ich Millionär wäre, würde mir das wehtun, 120 Euro für einen Pulli auszugeben. Klar, wird es wahrscheinlich leichter von der Hand gehen, aber Digga, ich bin halt so ein Flohmarktmensch. Die meisten Sachen meiner Kleidung kaufe ich auf dem Flohmarkt, Kleiderkreisel und ich hab einen Sparschwein-Fuchs in mir. Ich bin Sparfuchs, Sparfuchs halt. Dann haben wir hier eine Mütze für 55 Euro. Guck mal, ich habe schon eine. Guck mal, die hier habe ich schon und die mag ich echt gerne. Okay, meine Haare sehen aus wie für einen Arsch. Hätte ich vielleicht kämmen sollen vom Video. Guck mal, die hier habe ich. Und ich finde, die geht klar. Die ist fast zu breit hier, aber es ist noch akzeptabel. So, dass so meine Beanie-Mütze, die ist auch echt krass von der Qualität, merkt man. Und jetzt habe ich mir so andere Beanie-Mützen angeguckt. 55 Euro, tschüss. Ich weiß nicht, ich habe mir das hier mal angeguckt, so rot. Ich dachte, rot-grau ist cool wegen meinen Haaren, aber die irgendwie sehe ich aus, als hätte ich voll den Eierkopf hier, ne? Oder nicht? Doch, oder? Die fühlt sich auch gut an, auch nicht so krass von der Qualität wie die andere, aber schon höherwertiger. Aber wenn ich so viel Geld für eine Mütze ausgebe, ne, muss ich echt krass aussehen, wie der heftigste Styler und nicht wie so ein... Digga, ich sehe aus wie so ein... Nee, grau-grau-rot ist es nicht. Habt ihr selber Mütze nochmal? Selber Preis? In, oh Gott, Schwarz-Gold. Schwarz-Gold ist ja eine Kombi, die ich sehr, sehr gerne trage. Ich weiß nicht, schreibt mir unbedingt mal, wie ihr diese Mütze findet, weil ich bin hier gerade extrem unentschlossen, aber ich finde das nice mit dem Schwarz-Gold, so, ne, also ich bin ein kleiner Styler, so ein bisschen auf, ich bin 27, aber kleide mich irgendwie wie eine 13-Jährige mit einem Skateboard, so, aber, weiß nicht, wie findet ihr die Mütze? Ich habe das Gefühl, dass sie mich hier auch extrem breit aussehen lässt, also, nee, so von der Seite, will ja auch nicht aussehen wie so ein Eierkopf oder so, ne, ich tendiere schon zu der Mütze, aber es macht nicht Klick und bei dem Preis muss es schon Klick machen. Schreibt mir gerne, wie ihr sie findet, weil eure Meinung interessiert mich natürlich auch, aber, nee, irgendwie, hier hat sie so eine komische Wölbung. Nee. Trotzdem sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also wenn sie mir jetzt irgendwie ein paar Monate nicht aus dem Kopf geht, würde ich sie nochmal bestellen, aber, nee, es macht nicht richtig Klick. Ja, da sind wir bei der nächsten, wie heißt das? Kopfbedeckung. Und ich hatte so eine Zeit, in der ich sehr viel Caps getragen habe, als Schatzi und ich uns kennengelernt haben vor 4 Jahren. Hatte ich 5 mm kurze Haare, hammer heftig, er hat sich trotzdem in mich verliebt. Casanova. Und habe mega viel Caps getragen, gerade in der Übergangszeit. Und das habe ich dann irgendwann gelassen. Auf jeden Fall habe ich hier eine Cap für 75 Euro. Ich zeige sie euch mal. Guck mal, ich habe meine Caps immer so getragen, ne? Und was ich hier hammer krass fand, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, sie glitzert, aber ich fand es halt cool, dass sie glitzert und zweitens ist es, guck mal, das Motiv hier vorne finde ich cool, wobei ich trage Caps nie so nach vorne, weil ich finde, das steht mir nicht, oder? Guck mal, ganz ehrlich, Diggis, es gibt Frauen, denen steht das, aber ich finde, das steht mir nicht so. Wie findet ihr das, wenn ich so eine Cap nach vorne trage? Also ich mag halt diese Reihe von seinen Designsachen mit diesem Iconic-Symbol und dass sie so glitzert, fand ich halt echt fresh. Aber ich habe nicht gelesen, dass sie aus Samt ist. Kann ich sie so... Ja, Özlem, trag mal deine Cap so. Hallo, ich bin Özlem, ich bin 27 Jahre alt. Mit 18 dachte ich, dass ich mit 27 Mutter bin und erwachsen, aber das ist mein Style, oder was? Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das gar nicht so hässlich. Na doch, doch, okay, Digis, okay, ich muss realistisch bleiben. Aber Samt ist halt ein extremer Staubfänger. Ich bin auch nicht die heftigste Staub...
Putzqueen. Und was mich wahnsinnig stört, also das Glitzer feiere ich mega doll. Mit dem Samt könnte ich noch leben. Ich weiß gar nicht, ob ich Caps trage. Ich habe hier zwei Stück noch so. Doch, vielleicht würde ich mal wieder auf diesen lässigen Look kommen. Aber guck mal, wie das hier vorne aussieht, Diggis. So, das ist halt seine Art von Verschluss, aber die guckt mega raus und das sieht irgendwie, guck mal hier so die Lücke und ich weiß nicht, wie gut ihr das in der Kamera sehen könnt, aber das sieht hier echt so, das hier, wenn man nicht das ordentlich festhält, das sieht ein bisschen komisch aus. Nee, weiß nicht, das hat so einen komischen Übergang, finde ich. Aber schreibt mir unbedingt, wie ihr die Glitzer-Cap findet. Findet ihr, Cap steht mir noch so? Bin ich aus dem Alter raus? Also, ich weiß nicht, ob ich mich nochmal so fresh fühlen würde. Ich muss mich ja wohlfühlen, ne? Aber doch so eine Glitzer-Cap, so. Ich bin die Lady mit der Cap. Denn ich bin so fresh. Meine Rhymes sind nett. Doch du wirst bei meinen Disparts zerfetzt. Buh. Nee, die wird es leider nicht. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil, weil war halt alles schweineteuer. So mein Aufrechnungskauf ist auch nicht auf 1 Million, so mein Budget. Ja, auch eine Cap. Die hat 49 Euro gekostet. Ist halt eine normale schwarze Standard-Cap. Aber auch hier, ich weiß nicht, wie ich die finde. Also, ich mach mal meine Tokras, wie heißt das auf Deutsch? Meine Spangen ab. Haarkrebse, sagt man in der professionellen Welt. Boah, ich weiß nicht, ob die fresh ist so. Vor allem würde ich sie wirklich tragen, weil ich habe hier zwei Caps. Weißt du, wie ich meine, von meiner ganzen Sammlung. Ich hatte eine Cap-Sammlung. Aber auch hier stört mich. Ich meine, ist zwar sehr, sehr eigen und cool so, aber es stört mich. Dieser Verschluss hier, weißt du, dieses, es guckt so über. So, weil bei dem Preis achte ich auf alles so, weißt du. Das guckt so über und das nervt mich so ein bisschen. Findet ihr, dass mir die Cap steht? Ich finde, die sieht so ein bisschen, ich weiß nicht. Guck mal, das ist halt diese Cap so, ne? Und das ist natürlich auch nice. So, ich mag sein Design. Ich mag, was er aus seinem Namen macht. So seine Unterschrift klatscht auf Schuhe und sowas. Und dann hast du, er hat einen Pullover, macht seine Unterschrift drauf. Bitteschön, ich verkaufe meinen Pulli. Ich denke so, okay, Bruder, heftiger Typ. Aber ist er wirklich so? Also ich habe seine Lebensgeschichte. Ich fand die so faszinierend. Guck mal, das ist die Cap. So sieht die von vorne aus. Aber ich habe halt nie Caps so nach vorne getragen, ne? Schreibt mir mal bitte auch unbedingt, findet ihr das, mir Caps nach vorne stehen. Caps allgemein, glaube ich schon. Wobei die jetzt nicht so krass, die ich hatte, glaube ich. Und die hier. Also, ich bin halt kein Typ, der Caps so nach vorne trägt. Ne? Ich fühle mich dann wie so eine Ente, die so einen Schnabel nach vorne hat. Oder ganz, ganz komisch. Nee, Diggis. Wenn ich jetzt jemals in meinem Leben für 3 Stunden eine Cap nach vorne getragen hätte, ja, vielleicht, weil ich feiere das voll, aber weiß nicht, ich bin sehr gespannt, wie ihr das so findet. So, naja, das ist ja so, als ob ich mit Freunden rede und dann hast du halt 100 Freunde, die dir antworten mäßig. So zur Seite? Nee, ich wäre auch nicht der Prinz von Bel Air, ne? Nee. Kommt auch weg. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Für 49 Euro so eine Shopping-Bag. Guck mal, was ich bei Handtaschen immer mache, wenn ich sie kaufe, ist hier mal doll ziehen und gucken, ob die was aushält. Guck mal, so sieht die aus. Aber Staubfänger auf jeden Fall. Nee. Hier hängen Fäden raus. Digga, wie kannst du dir erlauben, für 50 Euro für eine Einkaufstasche, dass Fäden raushängen? Das verstehe ich nicht. Tschüss, ja auch. Digga, das kann, also meiner Meinung nach, warte mal, sieht man das so? Darf das nicht passieren. Nicht bei dem Preis. Echt nicht. Also nee. Sorry, Bruder. Sorry. Nee, dann fällt die auch weg. Ja, das war's auch schon, Diggis. Ja. Ja, ich werde das T-Shirt und diesen Pullover auf jeden Fall behalten. 2 Sachen für 200 Euro. Ja, ich will gar nicht daran denken. Ich schwöre, ich krieg Gänsehaut. Nee. Ich habe die lange im Blick gehabt. Ich gucke öfter auf seinen Online-Shop und so. Und ich denke so, ja, nein. Seit Monaten überlege ich. Dann denke ich so, nein, viel zu teuer. Oh, ich hoffe, ich werde die Entscheidung nicht bereuen. Ja, Diggis, so viel dazu. Ja, das war jetzt die Karl Lagerfeld Haul. Ich werde alle Sachen in die Infobox verlinken. Schreibt mir unbedingt, wie ihr die Sachen fandet. Auch die, wo ich speziell gefragt habe. Ich freue mich über meine 2 neuen Sachen, auch wenn es im Herzen wehtut. In diesem Sinne, Diggis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich... Hä? Ja, ich freue mich auch auf eure Kommentare. Ich bin ein bisschen nervös, weil das ist echt teuer so... Ah! In diesem Sinne, Diggis, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüsschen mit Küsschen. Ich sage auch Tschüsschen mit Küsschen zu meinem Ersparten. Und auf Wiedersehen.